Vielen Dank, Linda und Manuela, für die Begleitung. Ja, wunderschönes Lied. Und gleichzeitig auch eine Überleitung zu dem, was wir uns heute anschauen möchten. Wenn ihr an die 12 Jünger denkt, welche Namen fallen euch als erstes ein? Bitte? Petrus? Johannes? Andreas, hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass der Name jetzt fällt? Judas? Hm. Jawohl. Genau, also 12. Ich habe meine Schwierigkeiten, ziemlich oft sogar, wenn mich jemand fragt, wer sind die 12 Jünger, zähl die doch mal auf jetzt. Ja, es ist gar nicht so einfach. Aber schauen wir mal. Um wen es heute geht, guckt mal. Deswegen war ich überrascht, dass der Name doch als drittes schon gefallen ist. Benni. Ja. Wer waren denn die 12 Jünger gewesen? Also es geht heute nicht um die 12. Es geht heute um einen, namens Andreas. Und wir lesen mal die 12 Jünger Namen, Markus 3. Hier seht ihr ein Bild von Leonardo da Vinci. Oh, ist nicht ganz so klar. Mike Leister hat mal gesagt, als er hier war, unser Beamer ist eine ganz schwache Brust. Er hat recht gehabt. Ja, der Beamer, der nebenan steht, den wir ab und zu für die Dienstagstunde nehmen, der hat ein bisschen mehr Power. Aber es ist schwierig, den hier zu installieren. Okay, also ihr seht hier trotzdem zumindest die Umrisse. Also Leonardo da Vincis Bild, wunderschönes Bild, was er gemacht hat. Über das letzte Abendmahl, wo die 12 Jünger hier dabei sind. Und ich lese uns jetzt mal die Stelle, wo wir die Jüngerschar aufgezählt haben. In Markus 3. Markus 3, Vers 13. Und er steigt auf den Berg, und er ruft zu sich, die er wollte, also hier geht es um den Herrn Jesus, und sie kamen zu ihm. Und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12 und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, sind die Söhne des Donners, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus und Thaddäus und Simon, den Kananäer, und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Es ist faszinierend, sich mit den Zwölfen zu befassen. Es ist ein unheimlich stärkendes und ermutigendes und kostbares, wertvolles Bibelstudium, wenn man sich mit diesen 12 Leuten, mit diesen 12 Männern mal genauer beschäftigt. Sie sind uns bekannt, weil wir immer wieder von ihnen lesen. Jedes Mal eigentlich, wenn wir die Evangelien lesen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, tauchen diese Namen immer wieder auf. Manche mehrmals, manche nur ein paar Mal. Das heißt, wir haben ja auch schon eine Gewichtung. Ihr werdet das wissen, ja, der Petrus, der Name, den hören wir viel, viel öfter als zum Beispiel den Namen von Thaddäus oder so. Das hat auch eine Gewichtung, werden wir vielleicht gleich noch sehen. Und wenn man sich die Hintergründe und die verschiedenen Situationen der Männer anschaut, dann merkt man aber etwas, was für unsere Zeit, auch was für uns als Gemeinden und als Christen ganz wichtig ist, nämlich sie waren genau solche Menschen wie wir. Waren genau solche Menschen wie du und ich. Es waren 12 ganz normale Menschen. Und ich finde es so stark, dass die Bibel diese Leute, diese zwei Handvoll plus zwei, dass die nicht verklärt und in irgendein Bild hinstellt, was heute aus denen gemacht wird. Die Heiligenanbetung zum Beispiel.
Da werden Menschen zu Heiligen erhoben, die werden ohne Sünde dargestellt und dann kann man zu ihnen beten. Das wird ja heute so gemacht in einer Großkirche. Und da ist die Bibel viel nüchterner. Die Bibel zeigt uns, dass das Menschen waren wie du und ich, die wurden von Jesus berufen, die wurden von Jesus benutzt, aber die hatten genauso auch ihre Ecken und Macken und Kanten, so wie wir auch. Und das verheimlicht die Bibel nicht. Und deshalb ist die Bibel so authentisch, auch für unsere Zeit. Es wird also echt und ehrlich berichtet, wenn sie uns über diese Leute etwas zu sagen hat. Und das übrigens nicht nur für hier, für die Zwölf, sondern auch für Paulus oder für Timotheus oder die ganze Riege des Alten Testamentes in gleicher Weise. Wir lesen von ihren Stärken, wir lesen von ihren Schwächen, wir lesen von ihren Fehlern, von ihren Eigenheiten, wir lesen von ihren Erfolgen, von ihren Triumphen, von ihren Wesenszügen, von ihren Charaktereigenschaften und so weiter. Sie waren alle völlig verschieden, jetzt mal bei den Zwölfen zu bleiben, die wir gerade gelesen haben und aufgezählt haben. Sie waren alle völlig verschieden und hatten dennoch ein Ziel. Dieses Ziel einigte sie. Sie folgten von ganzem Herzen Jesus nach. Und man muss dazu sagen, sie waren keine herausragenden Leute. Aber sie waren dennoch besonders, weil sie von Jesus Christus berufen wurden. Sie sind Beispiele, was für Menschen der Herr sucht und was für Menschen der Herr letztendlich rettet. Da können wir uns alle eingliedern in diese Reihe, in diese Zwölferriege. Und eins ist wichtig, diese 12 Menschen, diese 12 ganz normalen Menschen, die stehen auch symbolhaft für die Menschen, die heute Gemeinde bilden. In ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer unterschiedlichen Herkunft, mit ihren Charaktereigenschaften, mit den unterschiedlichen Art und Weisen, wie sie gelebt haben, wie sie gedienten. Der eine mehr extrovertiert, der andere mehr introvertiert. Sie sind durchgängig unterschiedlich. Und das ist wichtig, sie wären nicht zusammengeblieben, wenn Jesus sie nicht zusammengehalten hätte. Denn es gab so manche Reiberei unter den Zwölfen. Und Jesus hat sie geeint, Jesus hat sie zusammengehalten. Er war im Prinzip so die, entschuldigt dieses Wort, diese Kuppel, diese Glocke über den Zwölfen, die sie zusammengehalten hat. Und ja, es war auch ein Falscher dabei. Ein Falscher, der Judas. Und auch er blieb eine Zeit dabei, obwohl er nicht echt war. Und auch das finden wir in der heutigen Zeit. Nicht alles, was sich Gemeinde nennt, ist auch wirklich echte Gemeinde. Auch das finden wir schon vorgeschattet hier bei den Zwölfen. Aus der Sicht der damaligen religiösen Elite und der staatlichen Obrigkeit waren diese 12 mit wenigen Ausnahmen alles Außenseiter. Wir würden sagen, später waren sie das auch, wurden sie so angesehen, Quertreiber. Es waren Leute, die gegen den Strom geschwommen sind. Sie gehörten von Anfang an nicht zu den Intellektuellen. Und Jesus hat keine Intellektuellen berufen in der damaligen Zeit. Er hat die Einfachen, er hat das berufen, was in der Welt als töricht galt, als einfach, auch manchmal als einfältig. Und so wurden diese 12 schon vor ihrer Berufung nicht großartig beachtet. Noch hatten sie Aussicht auf bedeutende Positionen. Nein, Gott selber hatte ganz andere Maßstäbe, denn er tat das, was in 1. Korinther 1 steht. In 1. Korinther 1, Vers 26 steht, denn seht eure Berufung, Brüder. Und damit sind natürlich auch die 12 gemeint. Seht eure Berufung, dass nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt, das hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt hat das Verachtete hat Gott auserwählt,
das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Stellen wir uns das mal vor. Gott nimmt Menschen, die gehören nicht zur obersten Gesellschaftsschicht und beruft sie und macht das zu Schanden, was oben in der obersten Gesellschaftsschicht ist, die Klugen und die Reichen. Zeigt durch diese Leute, die er berufen hat, zeigt er dieser hohen Riege, worauf es ankommt, und stellt sie bloß. Das ist der Weg Gottes, den er geht, um das, was in der Welt groß angesehen ist, offenzulegen und zu zeigen, dass das keine bleibenden Werte sind. Und dazu nimmt er ganz einfache Menschen, wie hier eben diese Leute, von denen wir gerade gesprochen haben. Und was ich genauso faszinierend finde, ist, dass an diesen Zwölfen, diesen Abschnitt lesen wir gleich später noch dann, dass wir dort erkennen, wie Gott einen Menschen völlig umkrempeln kann. Wie er jemanden nimmt, zum Beispiel des Andreas jetzt, den wir uns gleich anschauen, und wie er einen Menschen nehmen kann und ihn formt und ihn völlig verändert. So wie es in 2. Korinther 3,18 heißt, dass wir verwandelt werden in sein Bild durch den Heiligen Geist. So eine Verwandlung wie ein Schmetterling, eine Verpuppung, wo ein schöner Schmetterling dann aus der Puppe herausschlüpft, diese sogenannte Metamorphose. Und das tut Gott. Und da sind die 12 Jünger ebenso ein ganz, ganz wunderbares Beispiel. Und die 12 sollten etwas ganz Wichtiges lernen. Und ich glaube, das sollen auch wir immer wieder lernen. 1. Korinther 2, Vers 5. Unser Glaube soll nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhen, steht dort. Das ist etwas, was die 12 als allererstes lernen sollten. Ihr Vertrauen, das sollte sich allein an Jesus Christus orientieren und nicht an menschlichen Dingen, nicht an der weltlichen Weisheit, an dem, was wir sehen und an logischen Vernunftschlüssen, sondern einzig und allein an Jesus. Das sollten sie lernen. Und das haben sie gelernt. Denn nach der Himmelfahrt Jesu führten diese Männer einen Dienst aus, der eine unauslöschliche Wirkung hatte auf die ganze Welt. Es ging aus von Jerusalem und breitete sich aus in alle Himmelsrichtungen. Es ist sogar so weit gekommen, dass in Apostelgeschichte 17, Vers 6 über diese Leute gesagt wurde, dass sie den ganzen Erdkreis aufwiegeln. So wurde das empfunden, die ganze Ordnung durcheinander brachten. Und das als Grundlage durch die Auferstehung und die Hingabe von so wenigen Leuten. Die haben letztendlich die ganze damalige Welt umgekrempelt. Und wenn das für solche Leute wie Petrus, Matthäus und Co., für Andreas, für Nathanael und wie sie alle heißen, wenn es für solche Leute Hoffnung gibt, dann auch für dich, dann auch für uns. Gleiches gilt im Alten Testament. Wolfgang Bühne hat mal gesagt, ich habe das sehr oft gehört in seinen Vorträgen, dieses Beispiel, er sagte, immer wieder auf sich bezogen, wenn es Gnade für einen Jakob gab, der ein Betrüger war, dann gibt es auch Gnade für mich, hat er gesagt, immer wieder. Und das hat sich eingebrannt auch in mein Denken. Ja, ein Jakob, der ein Betrüger gewesen ist, der Fersenhalter, den hat Gott berufen, den hat Gott ausgestattet mit Kraft und der war dann ein Kämpfer für ihn, ein hingegebener Mann. Und wenn das für solche Leute gilt, dann gilt es auch für uns. Okay, schauen wir uns heute den Andreas an. Wir werden nicht ewig lang hängen bleiben können an diesen Punkten. Ich habe 7 kurze Punkte. Ich hoffe, wir schaffen die alle. Ich möchte es kurz fassen. 7 Punkte. Zunächst ein paar Dinge, die uns über ihn konkret gesagt werden, so ein paar Hintergrunddinge über diesen jungen Mann. Hier ist er nicht mehr so jung, das ist ein Gemälde, was ich mir rausgezogen habe aus dem Internet.
Da gibt es ja, wenn man die 12 Jünger eingibt oder die Namen dann eingibt, kommen verschiedene Abbildungen. Damals, als er berufen wurde, war er noch sehr jung. Hier ist er nicht mehr so jung, wie man das sehen kann. So, Andreas, ihr habt ja auch das Griechische, die griechische Schreibweise dabei. Das heißt zunächst übersetzt der Mannhafte. Zunächst zu seinem Hintergrund. Es fällt auf, wenn man von ihm was liest. Wenn man die Stellen liest, wo er genannt wird, wo sein Name fällt, dann fällt auf, dass er sich weitestgehend offensichtlich eher im Hintergrund gehalten hat. Er tritt nicht groß in Erscheinung, er ist eher so der Stille, stiller zumindest als sein Bruder, der Petrus. War also sein leiblicher Bruder, der Simon Petrus. Und interessant ist auch, dass diese beiden Brüder grundsätzlich verschieden sind. Und das ist nicht weiter verwunderlich, auch das finden wir in der heutigen Zeit. Zwei Geschwister sind niemals gleich. Und es kann sogar solche Extreme annehmen wie hier. Der eine ist absolut extrovertiert wie Petrus und der andere ist so introvertiert, so zurückhaltend, wie zum Beispiel auch hier, wo es bei Andreas den Anschein hat. Und es scheint in der Tat so, als ob er stets im Schatten seines Bruders Petrus stand. Und doch erkennen wir ihn nie irgendwie, dass er neidisch war auf das, was Petrus tat, seinen Dienst. Er hat es offensichtlich anerkannt und von Gott so angenommen. Ja, Andreas hielt nicht die Pfingstpredigt wie Petrus, sein Bruder, wo 3000 Leute zum Glauben kamen. Er gab das Evangelium lieber im kleinen Rahmen weiter. Er war nicht so dominant und eben, wie ich es gesagt habe, so extrovertiert wie sein Bruder. Er war der Mann der kleinen Dinge. Und hier das Stichwort mal persönliche Evangelisation. Und vielleicht ist das, wo sich die meisten unter uns auch wiederfinden, eher so auch im kleineren Rahmen, so persönlich mit Leuten sprechen, so unter vier Augen, unter sechs Augen, in einer kleinen Gruppe, aber vielleicht nicht so vor vielen Menschen, wie eben der Petrus, dem das scheinbar überhaupt nichts ausmachte. Der stellte sich vor Hunderte, vor tausend Leute und er hat kein Problem damit gehabt. Andreas war da nicht so, der war eher so, nein, und lass mal die anderen daran ran, ich mache das lieber so unter vier Augen oder im kleinen Kreis. Und das ist wunderbar, das ist gut. Es gibt also solche und solche. Und das ist wichtig auch für die heutige Zeit zu bedenken. Wir sind nicht alle gleich. Eben zum Beispiel das Stichwort persönliche Evangelisation. Also Andreas, der Mannhafte bedeutet das. Obwohl er eher im Hintergrund war, gehörte er zur Führungsgruppe der Jünger. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas. Das war die Vierergruppe, die Führungsgruppe der Zwölf. Also sie haben im Prinzip die anderen mitgenommen. Und innerhalb der Führungsgruppe der Vier war Petrus derjenige, der bei den Vieren voranging und Andreas, der sich hinten dran gehangen hat. Es ist ganz interessant, diese Struktur zu sehen. Du hast also Jesus natürlich als das Oberhaupt und dann hast du die Zwölf aufgeteilt in Vier und Acht. Die Vier war die Führung der Zwölf und haben die Acht mit sich gezogen. Und selbst innerhalb der Viererleitung, des Vierergruppe, gab es einen, der die anderen Vier ein bisschen anführte. Es ist ganz interessant, diese Struktur mal zu sehen. Und es ist wahrscheinlich auch so, dass es innerhalb der Acht auch nochmal eine Untergliederung gab. Aber wichtig, es gab keine Rangfolge in der Wertigkeit dieser Zwölf. Alle vom gleichen Wert, aber alles unterschiedliche Aufgaben. So wie wir es auch heute haben in der Gemeinde. Also Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas gehörte eben auch zu dieser Vierergruppe. Und so ist es auch heute, diese Struktur finden wir auch heute im Volk Gottes. So, dann haben wir hier ein paar Informationen noch. Er stammt aus Bethsaida, Johannes 1, Vers 44, irgendwo in Nordgaliläa war diese Stadt. Später erfolgte ein Umzug nach Kapernaum, zusammen in ein Haus mit seinem Bruder Simon. Das könnt ihr nachlesen in Markus 1, Vers 29. Und dann, er war wie so viele andere Fischer von Beruf. In Markus 1
lesen wir Markus 1, Vers 16 bis 18. Dort steht: Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also, sie waren von Beruf Fischer. Und hier war mir eins wichtig. Sie waren echt wirkliche Fischer und dann nimmt sie Jesus und macht Menschenfischer aus ihnen. Das gab mir zu denken. Weil man hat manchmal so ich weiß auch nicht, warum das so, das Denken manchmal da ist, dass Christ zu sein bedeutet, ein zurückgezogenes und lautloses Leben zu führen. Dass wenn jetzt jemand als Ungläubiger extrovertiert gewesen ist und hat vielleicht auch Dinge in Bewegung gesetzt, dass er, wenn er dann Christ wird, dass dann sein Charakter so verbogen wird, dass er dann nur noch mucksmäuschenstill in der Ecke sitzt, sage ich mal so übertrieben jetzt. Ich glaube, das ist ein ganz großer Trugschluss. Und das sehen wir durch die Bibel durchweg. Nimm dir, egal welchen Charakter, nimm dir ihn, im Alten oder im Neuen Testament, und du wirst zumeist folgendes Muster finden. Derjenige, der ungläubig ist, der ohne Gott unterwegs ist, rennt mit voller Kraft in diese Richtung und kämpft für sein Reich. Mehr oder weniger, je nachdem, was man für ein Typ ist. Entweder man ist schon vor der Bekehrung eher der stille Typ, macht trotzdem sein Ding und ist dann auch nach der Bekehrung der stille Typ und macht aber Gottes Ding. Aber mir fällt es besonders auf, wenn ich Biografien lese oder eben auch hier solche Charaktere mir anschaue. Leute, die vor der Bekehrung mit voller Kraft ihr eigenes Ding treten, die benutzt Gott, um nach der Bekehrung aus voller Kraft Gottes Werk zu tun. Das ist also nicht so, dass Gott Menschen beruft, die vorher voller Enthusiasmus für eine Sache gewesen sind und nachher sind sie mucksmäuschenstill und setzen sich irgendwo in die Ecke und warten auf die Entrückung. Nein. Bei Paulus ist das beste Beispiel. Er war immer in Bewegung. Das war schon sein Typ. Aber für die falsche Sache. Und dann greift Gott zu und sagt: Jetzt komm, jetzt mach in gleichem Eifer weiter, aber für mich, Paulus. Und das finden wir auch hier. Die waren Fischer, sie haben gefischt. Und jetzt machen sie eine Kehrtwende und fischten weiter, aber für Gottes Reich, indem sie Menschen fischten. Das ist also wichtig, dass wir auch das verstehen. Also in vollem Eifer weitermachen für die richtige Seite, nicht mehr für das Falsche, sondern jetzt für das Richtige. Den Eifer an den Tag legen, nicht für sich selbst, sondern für Gott. Das ist der Unterschied zwischen der Verlorenheit eines Menschen und der Bekehrung. Du warst vorher voller Eifer in die falsche Richtung unterwegs und jetzt im gleichen Eifer in die richtige Richtung unterwegs. Das ist das, wozu Gott letztendlich beruft und rettet. Also halten wir mal fest bis jetzt, fast alles, was wir über Andreas im Neuen Testament lesen, zeigt uns ein Herz für einen wirkungsvollen Dienst im Hintergrund. Er war kein Sohn des Donners wie Petrus und Johannes, kein Boanerges. Er fragte auch nicht, er war nicht dabei, als die paar zu Jesus kamen und gefragt haben, wer ist der Größte unter uns? War nicht dabei. Er stritt sich auch nicht herum mit den anderen. Er hatte offenbar einen, sag's mal, demütigeren Charakter als vielleicht Petrus. Zumindest zu damaliger Zeit, zu dieser Zeit hier, als es beschrieben wird. Und eine Sache fällt besonders auf, wenn wir sein Leben sehen. Eine Charaktereigenschaft von Andreas, und die schauen wir uns jetzt an, bestand darin, dass er immer wieder zu Jesus hinging. Immer wieder. Das heißt, in den Ereignissen und Begegnungen, die uns über ihn gezeigt werden, ist er immer in Bewegung hin auf Jesus zu. Immer. Das fällt auf. Schauen wir mal genauer hin. Schauen uns jetzt mal hier diese Kreise an.
Also am Ende steht Jesus, diese Kreise sollen symbolisieren, also jetzt fällt mir gerade auf, das sieht ja aus wie Augäpfel, sind es aber nicht. Sollen sieben Punkte immer zeigen und alle sind ausgerichtet, immer zum Sohn Gottes hin. Erstens, Andreas geht zu Jesus, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Johannes 1, Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da, also Johannes der Täufer, und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er: Siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien. Hier haben wir es. Der erste wichtige Punkt. Andreas geht zu Jesus, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ihr habt es gelesen, er war offensichtlich vorher ein Johannesjünger. Er gehörte zur Jüngerschaft, zum Jüngerschaftskreis von Johannes dem Täufer. Und das heißt, er war jemand, der offensichtlich Buße getan hat. Jetzt rief Jesus ihn in seine Nachfolge. Er hörte Johannes über Jesus reden und er wusste, er ist der Messias. Wie denkst du, wenn du was über Jesus hörst? Wer ist er für dich? Ist er für dich nur ein Mensch? Ist er für dich der Jesus von Nazareth, der gelebt hat, aber mehr auch nicht? Oder ist er für dich viel, viel mehr? Ist er für dich der Gottessohn? Ist er für dich Gott selbst, der auf die Erde kam, um dich zu suchen und zu retten? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und Andreas erkannte das. Dieser Jesus ist nicht einfach irgendjemand, es ist der Messias. Es ist der Retter, es ist der Christus. Er hörte Johannes über ihn sprechen. Und unaufgefordert geht er ihm nach, das haben wir gerade gelesen. Sie gingen ihm nach und fragten ihn: Wo bist du? Wo hältst du dich auf? Wo kann man bei dir bleiben, bei dir sein, mit dir reden vielleicht, dir zuhören? Und das ist Nachfolge. Ohne Druck, ohne Müssen, ohne gezwungen zu werden. Kein sektiererisches Druck ausüben. Du musst. Sondern Nachfolge Jesu ist immer freiwillig. Wenn jemand will, sagte Herr Jesus im Matthäus-Evangelium, wenn jemand mir nachfolgen will, so folge er mir nach. Und Andreas musste man das nicht sagen. Er hat ihn gesehen und wusste, er ist es. Und er ging ihm einfach hinterher. Er ist es. Und Jesus sagt: Kommt und seht. Kommt und seht. Und dann sahen sie, wo Jesus sich aufhielt, und sie blieben einen Tag bei ihm. Das bedeutet also, das erste Wichtige, was wir in seinem Leben hier finden, ist: Andreas suchte stets Gemeinschaft mit Jesus Christus. Gemeinschaft ist auch für uns so wichtig. Es ist der Ausgangspunkt für Nachfolge. Das Zweite: Andreas geht zu Jesus mit seinem Bruder. Das gleiche Kapitel, Johannes 1, Vers 41 und 42. Andreas findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Das ist der zweite wichtige Punkt in seinem Leben. Andreas führt seinen Bruder zu Jesus. Kannst du das für dich behalten, was du selbst erlebt hast? Kannst du das, dass du erkannt hast, wer Jesus für dich ist, kannst du das für dich behalten? Oder ist es nicht auch so wie bei Andreas, dass du sagst: Ich muss das anderen Leuten erzählen? Hier ging er zuerst zu seiner Familie. Er nahm den Simon und sagte: Mensch, hör mal, wen ich gefunden habe. Ich habe den Retter gefunden. Komm, ich zeige ihn dir.
voller Eifer, eben diese persönliche Evangelisationsschiene. Was für ein wunderbarer Satz, er führte ihn zu Jesus. Und ich glaube, es gehört mit zu den größten Ereignissen in einem Leben eines Christen, wenn er sagen kann, ich habe jemand anderen zu Jesus geführt. Jemand kam zum Glauben durch dich, Herr, aber du hast vielleicht mich oder dich gebraucht dazu, dass der zum Glauben gefunden hat. Das ist so ein Glück, was man empfindet, eine Seligkeit, wenn jemand zum Glauben findet. Und vielleicht hat sich Andreas so gefühlt und hat Gott die Ehre gegeben. Und ich möchte uns einfach ermutigen, behalten wir das, was wir erlebt haben, nicht für uns. Gehen wir nach draußen, gehen wir zu den Leuten, ungezwungen, bauen Beziehungen auf, sprechen mit den Leuten, helfen ihnen und so weiter. Das Dritte, Andreas geht zu Jesus, geht Jesus nach, um Menschenfischer zu werden. Das ist das, was wir gerade hier in Markus 1 gelesen haben. Interessant ist, dass hier ein Zusammenhang besteht von Nachfolge und zu einem Menschenfischer werden. Man ist Mitarbeiter Gottes nicht automatisch, sondern Mitarbeiter Gottes wird man dann, wenn man ihm nachfolgt. Das heißt, wenn man an ihm dranbleibt, wenn man fragt, Herr, wo hältst du dich auf, wo bist du? Natürlich für heute nicht mehr, dass wir ihm jetzt auf der Straße hinterherlaufen, aber hier ist er ja zu finden, hier drinnen in der Bibel. Und hier hält er sich auf sozusagen, hier ist er drin. Hier zeigt er sich uns, hier spricht er mit uns, hier lesen wir von ihm. Und wenn wir da dranbleiben, dann sind wir wie Andreas, der Jesus nachgeht, um Menschenfischer zu werden. Kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen, sagt Jesus. Ihr seid es nicht von alleine, sondern ich mache das aus euch. Und das ist auch, wenn man so sagen kann, es gibt einen Werdegang im Dienst. Je treuer ich dem Herrn bin in einzelnen Dingen, desto mehr wird er mir auch übertragen und anvertrauen. Wir lesen das auch im Neuen Testament, dass sich ein Wirkungskreis sozusagen erweitern kann. Dass wenn ich treu bin in kleinen Dingen, werden mir mittlere Dinge anvertraut. Wenn ich in mittleren Dingen treu und bewährt bin, werden mir größere Dinge anvertraut. Und wenn ich in großen Dingen bewährt bin, kann es sein, dass Gott Menschen sogar ganz große Dinge anvertraut. Da gibt es ja so bestimmte Koryphäen auch in der Kirchengeschichte, siehe Luther zum Beispiel oder die ganzen Biografien eigentlich, die wir lesen, so von Georg Müller hin bis Jonathan Edwards oder George Whitfield und wie sie alle heißen. Aber es fängt alles klein an. Man geht nicht von jetzt in die Vollen in 100%, das geht gar nicht. Da fällt man ganz schnell, sondern langsam, wie Andreas. Gott will zu Menschenfischern machen. Von daher, sei bitte treu in diesen Dingen und erweise dich Gott als treu, wo er dich hingestellt hat. Und er hat uns für unseren Dienst zuallererst in unsere Ehen und in unsere Familien gestellt. Das ist unsere Bewährung, unser Bewährungsfeld. Wenn wir dort treu sind und die Aufgaben tun, die Gott uns anvertraut durch die Bibel, dann wird es auch so sein, dass er uns ein anderes anvertrauen kann. Aber wenn wir dort nicht treu sind, wenn wir dort nicht danach leben, was die Bibel sagt, dann geht das andere auch nicht. Das geht nicht. So, weiter, viertens. Andreas geht zu Jesus, um Fürbitte zu tun. Markus 1, Vers 29. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Hier haben wir es, ja, also die wohnten beide zusammen in einem Haus. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da nieder. Und sofort sagen sie ihm von ihr. Wer denn? Ja, die Hauseigentümer Simon und Andreas. Andreas ging zu Jesus und hat gesagt, du schau mal, der hat Fieber. Also er wusste, wer die Adresse ist. Fürbitte bedeutet, ich gehe zu Jesus und sage ihm ein Anliegen von einem anderen. Das ist Fürbitte. Herr Jesus, der ist krank. Bitte hilf ihm doch. Das ist Fürbitte.
Das tat Andreas. Er wusste, sein erster Gang war zu Jesus. Nicht gleich sofort zum Medikamentenschrank, sondern zu Jesus. Das nächste. Fünftens. Andreas geht zu Jesus, um die Gaben eines Kindes zu bringen. Bei der Speisung der 5000 taucht Andreas auf, diesen wunderbaren Wunder der Brotvermehrung. Johannes 6. Johannes 6, Vers 6. Also vorher geht es darum, dass Jesus sagt, gebt ihr ihnen doch zu essen, den Menschenmassen. Und er sagte das, um sie zu prüfen, heißt es in Vers 6. Denn er selbst wusste, was er tun wollte. Natürlich, er ist der Sohn Gottes, er weiß immer, was er tun will. Philippus antwortete ihm, für 200 Denar Brote reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekommt. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm. Es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das unter so viele? Es ist interessant. Obwohl Andreas zweifelte, er sagte, ja, was ist denn das schon? Obwohl er zweifelte, wusste er, er ist trotzdem an der richtigen Adresse bei dem Herrn, indem er ihm das sagt. Wie ist es bei dir? Die Anwendung, die haben wir ja, wenn wir dieses Wunder mal hören in einer Predigt oder lesen, die Anwendung liegt ja bei dieser Sache immer wieder auf der Hand. Dieses Wenige, was wir haben, obwohl wir denken, es ist eigentlich nichts, ihm zu bringen. Das ist ja die Anwendung, die wir ziehen können. Und dass wir dann ein Wunder merken können, dass aus dieser vermeintlichen Nichts, was wir haben und sind, dass Gott etwas Wunderbares daraus machen kann. Das ist ja die Anwendung für unser Leben. Und ich glaube, das wusste Andreas. Er wusste, dass das zwar nicht viel ist, was dieser Junge hier hat, und er bringt sogar noch ein Kind zu Jesus. Das ist in doppelter Hinsicht. Wunderbar, diese Begebenheit. Obwohl er wusste, das ist eigentlich für die 5000 und wenn wir es mal hochrechnen, vielleicht sogar 20.000 Leute, die da waren, plus minus, ist das ja nichts. Das ist ja nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denkst du das vielleicht in deinem Leben auch manchmal? Ach, du bist kraftlos und das, was du tust, das sind nur Tropfen und der Stein ist heiß und das verdampft und das ist alles nur so mühsam und klein. Und dann denk an Andreas und komm mit diesen paar Dingen und leg's Jesus hin. Ist ja bei uns allen so. Keiner von uns hat eine große Kraft. Keiner von uns hat viel zu bieten, sondern das, was wir haben, das sollen wir ihm bringen. Und letztendlich, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, wir haben nichts zu bringen, denn alles, was wir durch ihn tun müssen, das muss er in uns machen. Wir haben ja gar nichts zu bringen. Das zeigt uns die Abhängigkeit von Jesus. Also, lassen wir uns hier auch ermutigen. So, machen wir weiter. Der sechste Punkt, Andreas geht zu Jesus, um ungewöhnliche Leute zu bringen. Diesen Text oder diesen Punkt finde ich richtig wunderbar. Und ich freue mich ganz besonders über diesen Abschnitt. Johannes 12, Vers 20, auch wenn man das gar nicht so auf den ersten Blick erkennt. In Johannes 12, Vers 20 steht, es war beim Passafest in Jerusalem, waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Wir wissen, das Passafest, das war ja ein jüdisches Fest. Was hatten dort bitteschön Ausländer und Griechen zu suchen? Die hatten dort eigentlich nichts verloren. Die wurden zwar geduldet, aber mit Stirnrunzeln. Und naja, so war das halt. Und da heißt es, diese Griechen, die kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Also Herr Philippus, wie heute Herr Dittrich oder sonst wie, Herr Philippus, wir möchten gerne Jesus sehen. Waren also förmlich auch in der Anrede und wussten, was sich gehört, wollten Jesus sehen. Philippus kommt, und was macht er? Und sagt es Andreas.
Also hör mal zu, Andreas, hier sind zwei, guck mal, oder mehrere, die wollen jetzt zu Jesus, was machen wir denn jetzt? Eigentlich, das passt so eigentlich gar nicht jetzt. Ist so beschäftigt alles. Was wollen die jetzt? Ich spinne jetzt mal ein bisschen, ja? Was macht Andreas? Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Wieder die erste Adresse. Sie führen diese Griechen zu Jesus. Hindurch durch die Leute, sie zeigten ihm, wo er ist, hindurch durch dieses Gewusel. Sollte das nicht unser Auftrag sein? Durch das Gewusel der Menschenmenge, durch dieses Gewusel dieser Welt, die Menschen, mit denen wir Kontakt haben, durchzuführen hin zu Jesus, wie Andreas. Und auch wenn es ungewöhnliche Leute sind, hier waren es Griechen. Heute sagen wir, naja, kein Problem. Griechen sind Griechen, Polen sind Polen, Deutsche sind Deutsche, alle gleich. Natürlich. Sagen wir, es gibt viele, die nicht so denken. Es gibt sehr viele, die nicht so denken. Es war damals auch so. Und das wünschen wir uns heute, dass auch jemand zu uns kommt und zum Beispiel sagt, Herr Schöler, ich möchte gerne was von Jesus wissen. Und das wünschen wir uns ja, dass die Leute kommen. Das ist ja eigentlich kaum der Fall. Es ist ja so selten in unserem Umfeld, dass jemand zu uns kommt und etwas über Jesus wissen möchte. Hier ist es so gewesen und ab und zu geschieht es auch in unserem Leben. Und wenn nicht, dann gehen wir halt zu den Leuten hin. Das ist ja unser Auftrag. So, und hier war es so, dass zwei Griechen kamen, die eigentlich gar nicht so gewünscht waren dort und die wollten halt den König Israels sehen. Denn vorher wurde er gerade als König gesalbt, er ist eingeritten in Jerusalem und Und wie sollten sie jetzt damit umgehen? Andreas hörte davon und für ihn war sofort klar, da müssen wir zum Herrn hin. Nicht abwimmeln und ja, lass mal jetzt, du, das geht jetzt gerade nicht, wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, kommt mal morgen wieder. Oder, wer seid ihr denn, wo kommt ihr denn her, was sprecht ihr denn für eine Sprache? Das geht jetzt überhaupt nicht. Da brauchen wir noch einen Dolmetscher, wir verstehen euch ja nicht mal richtig. Oder, ja, wie auch immer. Nein. Sofort die Gelegenheit beim Schopf gepackt und zum Herrn gegangen. Und ich glaube, das ist ein Hinweis auch für unseren Auftrag. Wen ruft der Herr heute? Wer kommt heute zum Herrn? Wer soll gefunden werden? Unbequeme Leute. Andreas brachte unbequeme Leute zu Jesus. Auch wir sollen das machen. Jesus sucht sie. Wir sollen sie bringen. Bringen wir sie. Jesus ist für alle da, für alle gestorben, für Außenseiter, für Außenstehende, für normale Leute, auch für Intellektuelle, für Reiche und für Arme, für Gesunde, für Kranke, für Problembeladene, für Süchtige, für Kranke, für Komische, wir sind ja alle komisch, für Schwierige, für Stinkende, ja, für Unbequeme, für Laute, für Aufdringliche, für Unsympathische, für Nervende. Manchmal können Leute richtig nerven, stimmt's? Ja, aber trotzdem ist Jesus gekommen für Nervende, für Kaputte. Das ist unsere Aufgabe, weil wir alle so sind letztendlich, alle, durch die Bank weg und mehr oder weniger. Und unsere Aufgabe ist es, sie zu Jesus zu bringen. So, letzter Punkt. Andreas geht zu Jesus, um ihn etwas zu fragen. Markus 13. Vers 1 bis 4. Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagte einer seiner Jünger zu ihm, zum Herrn nämlich, Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude. Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Der nicht abgebrochen werden wird. Und als er auf dem Ölberg dem Tempel gegenüber saß, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich alleine, sag uns, wann wird das sein, was wird das Zeichen sein, dass alles vollendet werden soll? Okay, das ist der letzte Punkt. Jesus hört der Frage des Andreas aufmerksam zu. Andreas kommt mit einer Frage. Das Ende des Erdendienstes Jesu stand bevor.
Die Endzeitrede haben wir unschwer erkennen können, die Jesus hier den Jüngern sagte. Er sprach über die Zerstörung des Tempels. Und es war alles ziemlich schwer zu verstehen. Wie konnte ein solches Gebäude dem Erdboden gleichgemacht werden? Und Andreas, der war einfach so, er sagte, ich frage jetzt nach, was ich nicht verstehe. Er ging zu Jesus, um ihn etwas zu fragen. Nur er konnte ihm hinreichend eine Antwort geben. Was bewegen dich für Fragen? Was brennt dir unter den Nägeln? Was verstehst du nicht aus der Schrift? Was suchst du in deinem Leben noch für Antworten? Gehe damit zu Jesus. Geh zu ihm hin. Bete, frage ihn und lies die Schrift, die dir eine Antwort darauf geben möchte. Und wisst ihr, damit schließe ich jetzt ab, das finden wir im Leben dieses Mannes. Einen Weg, mindestens 7 Wege sogar, die uns zeigen, er war immer wieder unterwegs, hin zu ihm, hin zu dem Herrn Jesus. Er war ein Nachfolger Jesu, der nicht dadurch auffiel, dass er im Rampenlicht stand, sondern der nachfolgte, ohne großes Federlesen und ohne großes Aufheben zu machen. Sein Leben war gesegnet und es war auch effektiv. Er wurde auch ausgesandt dann, nach der Auferstehung ging er auch in ein besonderes Gebiet und wurde dort auch mächtig von Gott gebraucht, weil er Jesus liebte. Nehmen wir uns diesen Mann zum Vorbild, diesen Jünger Andreas. Und mit diesen Punkten schließe ich ab. 12 ganz normale Menschen und du oder und ich. Gehen wir wie Andreas zum Herrn, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gehen wir wie Andreas zum Herrn, um unsere Angehörigen zu ihm zu bringen. Gehen wir wie Andreas zum Herrn, um ihm völlig nachzufolgen. Gehen wir wie Andreas zum Herrn, um Fürbitte für andere zu tun. Gehen wir wie Andreas zum Herrn, um ungewöhnliche Leute zu ihm zu bringen. Weil wir wissen, dass wahrer Frieden nur bei ihm zu finden ist. Und jeder Mensch braucht Frieden im Herzen. Gehen wir zu Jesus wie Andreas, um unsere Fragen loszuwerden. 6 Punkte waren es, genau. Nehmen wir diese 6 Punkte mit in unser Leben hinein und nehmen uns ein Vorbild an diesem Mann, den Jesus berufen hat. Amen.